Die fröhliche Wissenschaft ist ein verwirrendes Werk, ein ungeheuer vielfältiges, überbordendes, das sich nicht in dürren Worten zusammenfassen lässt. Natürlich kann man versuchen, sich an den großen thematischen Linien entlang zu hangeln. Dann müsste man Wissenschaft, Erkenntnis und Wahrheit als zentrale Themen herausstellen. Ebenso auch Kunst, Sprache und Illusion, nicht zu vergessen Religion und Liebe. Über die Eigenart des Werks wäre damit freilich noch wenig gesagt. Näher kommt man diesem eigentümlichen, wenn man der fröhlichen Wissenschaft eine gewisse Rücksichtslosigkeit attestiert. Hier schreibt jemand, der sich nicht sorgt, ob und wie der eine Gedanke mit dem anderen harmoniert und ob sich ein Leser vielleicht vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn er sich in unmittelbarer Aufeinanderfolge mit Überlegungen zum Aufstand der Sklaven, zur Hexerei oder zur Mutterliebe konfrontiert sieht. Ohne Skrupel breitet Nietzsche aus, was ihn selbst zur Zeit der Abfassung beschäftigt, inklusive den eigenen Leserfahrungen. Trotzdem bietet das Werk kein bloßes Sammelsurium von Fundstücken und Lesefrüchten. Die fröhliche Wissenschaft ist kein Wissensspeicher, sondern erprobt im Gegenteil in ihren 383 Aphorismen radikal subjektive Zugänge zu traditionellen und zeitgenössischen Wissensbeständen. Die Bedeutung des Werks liegt in seiner unkonventionellen Art, sich in philosophische Traditionen und wissenschaftliche Diskurse einzuschreiben. Vereinseitigungen sind dafür ebenso charakteristisch wie fragwürdige Stellungnahmen und Werturteile der Sprecherinstanzen. Die einzelnen Abschnitte der fröhlichen Wissenschaft sind kleine Kabinettstücke, Denkkunstwerke, spielerisch vertrackte Prosa-Pirouetten, die den Leser in artistisch angelegte Text- und Denklabyrinthe entführen, ihn mit Ambivalenzen, Widersprüchen und Aporien konfrontieren. Nicht die Inhalte und auch nicht die häufig provokanten Thesen sind entscheidend, wichtiger noch ist die Art, wie sie präsentiert werden. Für mich ist die fröhliche Wissenschaft eine Anregung zum Mit- und Selbstdenken, nicht zuletzt eine Aufforderung zum Widerspruch. Kurz, ein Buch für bewegliche Geister.